Ja, man muss unterscheiden in die Existenz der Wölfin in der Nähe von Ohrdruf. Hier ist die Sachlage ganz klar. Der Wolf ist eine geschützte Lebensart in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland. Und die Wölfin in Ohrdruf wird nicht abgeschossen werden. Das ist unserer Meinung ganz klar als Grüne. Das Naturschutzrecht wird eingehalten. Mittlerweile hat sich eine Situation ergeben, dass wir sogenannte Wolfshybriden haben in der Nähe von Ohrdruf. Das Problem mit den Wolfshybriden ist, dass es eine Mischung darstellt zwischen Wolf und Hund und das zu einer Verunreinigung des Wolfes führt und es zu erwarten ist, dass in einer weiteren Vermehrung dann auch der Wolf immer weiter in seiner reinen Population vermischt wird und das ist nach Naturschutzgesetz unzulässig. Es muss natürlich die reine Art Wolf erhalten bleiben. Ja, es gibt drei Möglichkeiten, wie man mit den Wolfshybriden jetzt umgehen kann. Die erste Möglichkeit ist, dass sie in einem Gehege gebracht werden, ein Freigehege. Hier gibt es noch nicht viele Erfahrungen. Eins in Sachsen zeigt, dass es schwierig ist, dass sie dort gut in dem Wolfsgehege artgerecht gehalten werden. Und da die Wolfshybriden momentan schon älter als 3 Monate sind in der Nähe von Ohrdruf, ist das auch zu erwarten, dass die Schwierigkeiten auch auftreten werden. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Wolfshybriden gefangen werden und betäubt werden und dann sterilisiert werden. Diese Möglichkeit war jetzt noch nicht so in der Öffentlichkeit diskutiert. Und die dritte Möglichkeit ist, dass die Wolfshybriden entnommen werden, wie es im Fachjargon heißt, aber dann letztendlich getötet werden. In den nächsten 2 Wochen besteht großer Handlungsbedarf, weil erwartet wird, dass im Spätherbst, Anfang des Winters die Wolfshybriden geschlechtsreif sind und es kommen nächste Woche die Fachexperten in den Ministerien zusammen, die verschiedenen Behörden und dort wird eine Lösung gesucht werden und wir erwarten, dass spätestens in 2 Wochen diese Entscheidung getroffen wird. Deswegen ist es für uns als Grüne Landtagsfraktion wichtig, dass wir jetzt die Diskussion führen. Wir haben es auf der Tagesordnung im Umweltausschuss. Wir brauchen alle Informationen über die Möglichkeiten, Erfahrungen und wir wollen uns dahingehend einbringen, dass wir selbst uns ein Bild machen über alle Möglichkeiten und dazu auch Stellung beziehen. Ja, nach den jetzigen Informationen ist meine Meinung, dass die Wolfshybriden nicht leichtfertig getötet werden dürfen, sondern wir wollen alle Optionen nochmal überprüfen, dass sie entweder im Freigehege gehalten werden oder sterilisiert werden, damit es nicht zur artenschutzrechtlichen Vermischung kommt, aber die Tiere auch weiterleben können.